Wir kommen heute noch zu einer Abschiedsfolge von der Breach League. Aktuell bin ich jetzt bei 23 und die letzte, die ich abgeschlossen habe, war jetzt zumindest mal die verschiedenen Breach-Domains, also zumindest drei davon zu besuchen. Ich habe zwar die Breaches dort drin geöffnet, bin aber nicht annähernd irgendwie schnell genug voranzukommen, geschweige denn wirklich die Monster zu killen oder um die offen zu haben, bis ich zu dem Breach-Lord komme. Die Extension kann ich aktuell noch nicht abschließen, weil ich hier noch nicht die nötigen Teile gefunden habe. Also eins fehlt mir noch, eine Prüfung, bevor ich in das Endgame-Labyrinth tatsächlich rein darf. Deshalb ist jetzt im Moment schwierig, ob ich jetzt eventuell noch das mit den Corrupted Juwelen abschließen kann. Allerdings habe ich im Moment auch keine Wahlgems mehr, weswegen das auch nicht so einfach wäre. Und die unidentifizierten Rare-Maps könnte ich eventuell noch schaffen, weil 7 und 8 habe ich zumindest noch goldene Rare-Maps da. Das heißt, ich müsste dann zumindest noch 9 und 10 bekommen bis morgen, um zumindest die Maps einmal abzuschließen. Weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Bei den Divination Cards ist das Problem, ich habe schon ein paar Sachen versucht zu grinden, um die 10, 11 und 12 zusammenzubekommen, aber auch da im Moment noch sehe ich keine Chance, das bis morgen Abend zusammenzubekommen. Von den Endgame Guides bin ich ein bisschen bei den Prophecies gerade dabei und das ist das, was ich jetzt hier als Abschlussfolge auch nehme. Also in der Hinsicht muss ich sagen, habe ich die letzten Leaks komplett unterschätzt. Sowohl die, wo eben diese Prophecies eingeführt wurden, dachte ich, ja, da ist jetzt nicht so viel und jetzt habe ich halt doch festgestellt, dass da etliche Prophecy-Ketten tatsächlich da sind, mit denen so Stück für Stück Sachen freigeschaltet werden können, also da auch ziemlich viel Content dahinter steckt. Genauso wie die Ascension hätte ich nie gedacht, dass die Labyrinthe insgesamt so groß sind und tatsächlich so viel zu tun gibt, weil ich hatte bloß die Fallen gesehen und dachte mir, Fallen interessiert mich jetzt nicht so. Und finde es natürlich unglaublich spannend, wie viel Content da tatsächlich drin steckt. Im Moment hat mich Path of Exile tatsächlich ziemlich gepackt. Ich bin so weit, wie ich noch nie gekommen bin. Eben jetzt aktuell bei Level 86 durch einige Tode. Ja, im Moment gerade wieder ganz am Anfang bis 87. Deswegen ist es für mich aktuell gerade sehr unwahrscheinlich, dass ich tatsächlich noch in 24 Stunden knapp wirklich 4 Level schaffe. Im Moment war ich so. Im Schnitt habe ich ein Level pro Tag geschafft, das ging dann auch ganz gut. Das heißt, ich bräuchte Minimum noch eine Woche, um wahrscheinlich auf Level 90 zu kommen. Ich habe es dann auch geschafft, einige von den bestehenden Achievements zu vervollständigen. Einmal Behold My Army, indem ich mit dem Wahl Summon Skeletons, nachdem ich ewig gesucht habe, nicht gefunden habe und dann einfach einen normalen Summon Skeletons entsprechend korrumpiert habe, damit ich endlich diesen Wahl Summon Skeletons bekomme. Zusammen mit den Summon Skeletons, den Zombies, dann noch diesen fliegenden Feuerschädeln habe ich es dann tatsächlich geschafft, die über die 60 zu pushen. Ebenso hatte ich ein Item korrumpiert und habe meinen ersten White Socket da drin gehabt, weswegen ich dann auch das Full Spectrum vervollständigt habe. In weniger als einer Woche startet ja bereits die nächste League wieder und da werde ich dann wahrscheinlich den nächsten Versuch machen, den Wahl-Gemling oder zumindest einen Wahl-Gem dann auf Stufe 20 zu bekommen. Dann eben hier mein erstes Mal, dass ich ein Skill-Gem tatsächlich bis Level 20 hochgelevelt habe. Und das habe ich dann natürlich gleich für mehrere geschafft, weil die sind ja dann nach und nach 20 geworden und inzwischen habe ich sie gleich dann umgewandelt und zwar auf 20% Quality und habe sie jetzt größtenteils wieder auf 16, 17 schon wieder hochgepusht, womit ich natürlich meine Zombies insgesamt noch weiter verbessere und stärke. Genauso, okay, den Freezing Pool selber habe ich noch nicht umgestellt, weil ich jetzt hier erstmal das Faster Casting wieder hochlevele. Und noch hier ein paar andere, auch Minion Speed, Summon Skeletons und so weiter. Den habe ich jetzt auch schon wieder auf Level 16, fast auf Level 17, womit ich auch die zwei Bonus Skeletons dann sogar wieder rufen kann. Ja, das Level 90 auf Non-Hardcore-Charakter, das wäre eben das, wo ich jetzt gerade noch dran bin, was ich aber eben in dieser League nicht mehr schaffen werde. Deswegen dann das in der nächsten League wieder angehe und mir weitere Strategien überlege, wie ich überhaupt in die Lage komme, schnell genug hochzuleveln, damit ich das innerhalb der einen League schaffe. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, im Sommer soll ja dann die 3.0 veröffentlicht werden mit den insgesamt 10 Akten. Und damit soll dann letztlich auch Cruel und Merciless als Difficult wahrscheinlich wegfallen. Wie das dann genau geregelt wird und wie es vor allen Dingen mit diesen beiden Achievements dann aussieht, ob die dann auch wegfallen. Ich könnte es vielleicht noch auf Cruel mit ganz, ganz viel Anstrengung und ein bisschen Vorleveln schaffen, das Spiel abzuschließen, ohne einmal zu sterben. Also hier seht ihr, die habe ich soweit alle vervollständigt. Das Splinter, dieses Chayula, wenn der mir noch über den Weg läuft, wäre es natürlich auch praktisch, weil dann ließe sich das ziemlich leicht abschließen.
Eine Unique Strongbox ist mir bisher an keiner Stelle begegnet, leider. Ich hoffe ja, vielleicht taucht da nochmal irgendeine auf, dann könnte ich zumindest darüber auch noch die 24 und 25 Challenge abschließen. Ansonsten sieht es im Moment recht wenig aus. Also auch hier für Perandus müsste ich auf jeden Fall die Sana noch auf eine Stufe höher bringen, damit ich dann Maps öffnen kann mit dem Perandus Zusatz. Also mal sehen, inwieweit ich noch schaffe, zumindest den Reach-Portal-Effekt mir zu schnappen und vielleicht sogar noch mal in meinem Hideout dann die dritte Stufe von dem Totem zu bekommen. Überhaupt ist es trotzdem die erste League, in der ich bis zu diesem Totem überhaupt gekommen bin. Früher waren die Leagues immer so, dass man halt auf jeden Fall auch irgendwie Hardcore-mäßig was spielen musste und jetzt kann man tatsächlich das Ganze auch in einer Nicht-Hardcore-League, also es ist nicht mehr zwingend, dass man Hardcore spielen muss. Es ist so schon anstrengend und frustrierend erstmal genug, weswegen ich dann auch angefangen hatte. Ich habe ja die ganzen anderen Folgen eigentlich mit einer Bogenschützin gespielt und jetzt bin ich hier mit meiner Witch. Mit der Spezialisierung Okkultismus 3 habe ich ja schon abgeschlossen, weswegen ich hier einmal das Maximum Schild vor allen Dingen noch gestartet habe und dass das natürlich besser ist, weil ich habe, wie es so schön heißt, ein CI-Build, ein Chaos Inculation-Build. Das heißt, ich habe diesen Passivstone hier aktiviert und eben habe kein Leben mehr, also außer diesem einen Punkt. Dafür ist natürlich Schild umso wichtiger, damit ich dann damit in der Lage bin, überhaupt einigermaßen zu überleben. Und inzwischen habe ich dann auch einige Sachen umgestellt, weil zeitweise hatte ich das Verfluchen, weil das war mir immer zu anstrengend. Ich habe das als Aura benutzt, aber das hat dann auch nicht mehr funktioniert, weil ich lieber dann, also Clarity sowieso, aber Disziplin, einfach, dass ich hier nochmal zusätzliche Schildenergie bekomme, was sehr erheblich was ausmacht. Mal gucken, ich kann sie mal abschalten. Genau, also das sind über 1000 Schildpunkte, die mir das allein einbringt und mich dann zumindest noch einigermaßen größere Schläge aushalten lässt. Auch wenn 3700 dann letztlich doch immer noch nicht so viel ist. Dann im Tier, dass ich, wenn ich die Enemies kille, dass ich da auch direkt Schildregeneration habe, weil ich habe ja sonst gar keine Möglichkeit, so ohne weiteres den Schild zu regenerieren. Trotzdem ist mein Stone Golem, den ich auch so, also beziehungsweise was ich hier eingestellt habe, dass Life Regeneration wenigstens dann eben an Schild angewendet wird. Das ist jetzt hier deaktiviert, weil ich habe nämlich ein nettes Unique Item an, das nämlich die Stairlets Ors mir direkt zur Verfügung stellt, weswegen ich dann den Skillpoint selber anderweitig eingesetzt habe. Naja, auf jeden Fall konnte ich damit dann auch schon hier hinten weitergehen. Das letzte habe ich nämlich das Life Leech noch dazu genommen. Soweit auch so ein bisschen der Skillbaum, halt hier überall auf Called optimiert. Und die Spectres habe ich jetzt inzwischen wieder eins runtergenommen, weil die dann nicht mehr so sinnvoll waren und ich eben, wie gesagt, den Life Leech hier vor allen Dingen aktivieren wollte. Und was war jetzt hier der dritte Block noch? Genau, das ist nochmal mit Chaos Damage. Also mit Chaos Damage wird es wahrscheinlich sehr interessant, die auch nochmal zu bauen. Das heißt, wenn die explodieren, dann habe ich eben eine gewisse Chance, dass die eben einfach nochmal Damage erzeugen. Und dass ich wieder mehr Schaden anrichte, wenn ich die gekürzt habe. Und hier bin ich jetzt dann noch ein bisschen am Überlegen, was, wenn ich den letzten noch schaffen sollte, ob ich dann einfach hier die beiden Knoten so aktiviere, einfach um den Energy Shield hochzubekommen. Da ich Chaos eben nicht verwende, wäre das wahrscheinlich auch nicht so optimal. Aber jedenfalls hier nochmal 16% mehr Schild, das wäre schon hilfreich. Okay, ansonsten bin ich jetzt hier unterwegs, weil ich eine von den Prophecy-Ketten weiter ergänzen möchte und euch mal mitnehme. Wie sieht meine Map aktuell aus? Hier habe ich den ersten Shaper's Orb, der hier beim Spider Forest gedroppt worden ist. Den habe ich jetzt auf die Arkaden-Map angewendet, weil das ist zumindest eine Map, die ich ziemlich gut und einfach in der Regel spielen kann. Die steht allerdings jetzt noch zweimal aus, dass ich das hier vervollständige. Ansonsten seht ihr hier bei den meisten bis Tier 5, 6 bin ich in der Lage gewesen, auch schon die ganze Bonus-Objective zu machen. Das ist die einzige 6er-Map, die bisher ich noch nicht gefunden habe, weswegen ich sie auch nicht spielen konnte. Und natürlich die verschiedenen Uniques, da habe ich jetzt auch noch keinen Erfolg gehabt. So, aber jetzt erstmal eben die Prophezeiung erfüllt, die sich letztlich ja nicht von alleine erfüllen, sondern tatsächlich durch meine Tätigkeit erst erfüllt werden können. Und ich dann auch immer ein bisschen schauen muss, dass ich da wirklich in der Lage bin. Weil zuletzt habe ich jetzt gerade noch eine Prophezeiung erfüllt, wo drin steht, dass ich kaum kille. Aber mit einer ganz bestimmten, oh, da ist eine Faust von dem Breach.
mit einem ganz bestimmten Ausrüstungsgegenstand, von dem ich natürlich dann sicherstellen muss, dass ich den auch dabei habe, weil sonst gilt das Ganze nicht und die Prophezeiung geht im Zweifelsfall eher verloren. So, da ich jetzt hier eben mit der Prophezeiung gerade in einem ziemlich unterlevelten Bereich bin, das heißt, ich bin natürlich von 56 auf 86, 30 Level voraus, kann ich in der Regel hier zumindest auch ganz gut die Breaches machen und den nehme ich dann jetzt gleich mal noch mit, auch wenn das mir jetzt nicht mehr so viel bringt, aber vielleicht kommt ja da dieses eine Unique noch irgendwo hin, weil eben dieses eine Unique Bonds da, also die sind mir bisher alle tatsächlich irgendwo in Breaches begegnet, wo ich sie dann durch irgendwelche Sachen geschafft habe, tatsächlich einmal zu killen. So, jetzt muss ich mich natürlich auch sputen, dass ich rechtzeitig da hinten bei der Faust ankomme, damit ich überhaupt in die Lage komme. Hey, was sind das für ein Ding? Ach so, nee, das war schon die Schublade, die vorher schon hier stand. Genau, da ist jetzt die große Faust, die ich dann auch gleich mitnehmen kann. Okay, Splinter of Zopop waren hier. Okay, das war's schon. So, mal gucken, das waren wieder die roten. Okay, die roten und die blauen sind zumindest recht häufig, weswegen ich davon vielleicht sogar noch mal eine zweite Chance habe, in diese Breaches reinzukommen, aber bisher schaffe ich es irgendwie nicht wirklich da drin zu überleben. Oh, was ist das denn? Ah. Da gab es noch eine zweite Prophecy, die jetzt mit Stufe 4 sogar abgeschlossen sein sollte. Das heißt, vielleicht kann ich dann gleich noch schauen, dass ich da noch eine weitere Ecke bekomme. So, die Strongbox werde ich auch nochmal mit einem Orb of Chance bearbeiten, immer in der Hoffnung, dass ich es vielleicht schaffe, doch nochmal eine Unique Strongbox aufzumachen, um damit eben auch diese eine besondere Challenge zu machen. Ich weiß nicht, ob die Unique Strongboxen erst sehr viel später auftreten können, aber ich bin sicher, dass es auch früher möglich ist, weil ich weiß, in dem einen Siever und in der einen Folge hatte ich ja mal so eine komische Barrel, die glaube ich auch eine Unique Strongbox war. Aber es war halt keine von diesen vier Unique Strongboxen, die für die Challenge relevant sind. So, jetzt sieht das Ganze aus, als wäre ich hier in die falsche Richtung gelaufen. Das heißt, das, wo die Prophecy ist, liegt auf der anderen Seite. Also, ab zurück in die andere Richtung. Da ist er. Oder S oder was auch immer. Water crashes against stone. A victim of the unbreathing queen burns with desire for the mother's domain. So, damit ist eine weitere Prophecy erfüllt. Ich habe eine ganze Reihe an Ketten, die noch aktiv sind. Eine hatte ich schon mal abgeschlossen. Da kann ich euch ganz kurz zeigen, was dann dabei rumkommt. Und zwar hier soll ich so ein Ibers Key, also wahrscheinlich so ein ähnlicher Mechanismus eben mit diesen verschiedenen Ecken, womit ich dann wieder bestimmte Bereiche ansteuern kann über das Map Device. Ich bin überrascht, wie umfangreich tatsächlich auch die Prophecy League gewesen ist, genauso wie die Extension League mit den verschiedenen Fallen, die es dann dazu gab. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste League. Soweit auf jeden Fall eine Würdigung noch meines weiteren Charakters, der Okkultistin, mit der ich es überhaupt geschafft habe, in den Maps vernünftig zu bestehen, weil mit meiner Bogenschützin war das leider so frustrierend, da bin ich wirklich jetzt auf Level, ich glaube 79 war das, wo ich dann aufgehört habe, die weiterzuspielen, weil mit den Endbossen aufgrund dieser engen Areas, ich konnte mich nicht vernünftig entfernen und der hat mich so schnell auf den Kicker gehabt, ich habe keine Ablenkung gehabt in Form von Minons oder anderen Sachen. Und die nächste League bringt alle vorangegangenen Leagues zurück und man kann dann die Sachen so kombinieren, dass man bis zu drei von diesen Sachen gleichzeitig, also drei verschiedene League-Mods gleichzeitig aktiviert und dann die Karten damit spielt. Wie und wo das im Detail ist, mal schauen. In einer Woche wissen wir auf jeden Fall alle mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!